Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr habt es im Titel entnommen. Heute gucken wir uns wieder ein Community-Portfolio an. Mir wurde was zugesendet. Heute haben wir aber einen kleinen Twist. Wir haben ein 26.000-Euro-Portfolio mit 10 Kryptowährungen. Aber der User hat mir gleich nochmal seine Preisprognosen für den Bullrun zukommen lassen. Das heißt, wir werden uns erstens das Portfolio abchecken. Wir werden uns die Kryptowährung mal kurz anschauen. Und wir werden schauen, ob seine Preisprognosen so stimmen. Was sind seine Ziele? Was sind seine Pläne? Das alles in dem heutigen Video. Ich weiß ganz genau, ihr mögt natürlich auch diese Portfoliobewertung. Deswegen versuche ich die immer so einmal pro Woche zu bringen. Wenn euch das zusagt, dann zeigt mir gerne Support mit einem Like. Und dann würde ich auch schon mal direkt sagen, wir starten rein in die allererste Folie nach dem Disclaimer. Natürlich starten wir mit dem Grundlegenden. Wir sehen 26.000 US-Dollar. Wichtig zu wissen ist, dass das hier die investierte Summe ist, okay? Das heißt, bis dato wahrscheinlich auch etwas mehr, da der Kryptomarkt gerade besser angestiegen ist. Kurz zu der Person. Finde ich mal persönlich sehr interessant, und zwar vor etwa 3 Monaten angefangen zu investieren und den Großteil in den letzten 2 Monaten. Das heißt, ungefähr im Dezember investiert, vielleicht etwas früher. Wenn wir uns überlegen, dass wir beim Bitcoin jetzt immer noch rein rational günstig sind mit unter 30.000 US-Dollar, wir immer noch roundabout 60% vom All-Time-High entfernt sind und innerhalb von 7 Tagen 27% angestiegen sind, wissen wir, okay, hier ging vom Portfolio schon mal einiges nach oben. Das heißt, man hat hier so gut wie bei den Tiefspunkten im Kryptomarkt eingekauft, ja, bei den 16.000 US-Dollar circa. Und das ist dann auch nochmal wichtig für die Preisprognose, ja, für die X, denn je günstiger man sich eingekauft hat, desto höher sind dann natürlich auch die Gewinnchancen, desto höher auch der Multiplikator. Um seine Kryptobestände abzusichern, liefert man das Ganze natürlich auch auf sein Ledger Stück für Stück. Freut mich persönlich auch, dass die Ledger-Videos von mir geholfen haben. Für mich, meiner Meinung nach, ein Must-Have, ein Ledger. Deswegen hat sie ja natürlich auch einige Videos dazu gedreht. Aber gehen wir mal weiter zu der Person. Und zwar ist diese 25 Jahre, also noch recht jung. Seit 5 Jahren arbeitet die Person bei einem großen Automobilhersteller, sieht in dieser Branche jedoch nicht zu große Zukunft und hofft, sich natürlich auch durch Invest beispielsweise bis 2035 gut genug abzusichern und dass man eben nicht mehr von dem Job abhängig ist. Das heißt, man gibt dem Ganzen noch etwas mehr als 10 Jahre, so circa 12 Jahre noch. In 12 Jahren kann auf jeden Fall noch einiges passieren. Und das Ziel, ein eigenes Haus, eine Familie gründen und finanziell abgesichert zu sein. Das heißt, wir können festhalten, wir haben ein Invest von circa 25.000 US-Dollar und das Ziel ist es angepeilt, nach dem ersten Bullrun 200k zu bekommen. Womöglich sogar steuerfrei mit Gewinn natürlich. Das heißt, wir sind sogar ungefähr auf ein 11x aus und das dann weitermachen, die Gewinne, die man hat, im Bärenmarkt wieder reinvestieren und so weiter. Und deswegen würde ich mal sagen, wir kommen schon auch gleich zum Portfolio. Wir haben ein Kryptoportfolio, wie ich es schon angekündigt habe, von 10 Kryptowährungen. Das heißt, wir sind im Bereich von den 6 bis 10. Bei der Menge, meiner Meinung nach, passt das auf jeden Fall. Also bei dem Invest von 25.000, 26.000. Denn somit hat man nämlich erstens einen Überblick über seine Kryptowährung. Man kann sich über diese noch weiter informieren, um dann eben auch das Potenzial für den Bullrun abschätzen zu können. Aber es sind auch nicht zu viele, dass man den Überblick verliert. Man hat aber dennoch recht gut diversifiziert. Okay, wir müssen verstehen, unser Ziel ist ein generelles 11x von diesem Portfolio. Wie wurde das Portfolio aufgebaut? 20% in den Bitcoin rein. Zu Bitcoin muss ich eigentlich nicht sonderlich viel sagen. Meiner Meinung nach gibt es da extrem wenig auszusetzen, generell an Bitcoin. Das sicherste Kryptoasset bei weitem, aber dennoch besseres Anstiegspotenzial als die meisten Aktien, zumindest aus meiner Sicht. Gut, dann kommen wir auch schon zu den Altcoins. In Ethereum wurde nicht investiert. Die zweitgrößte Position mit 17% ist QuantQNT. Gehen wir weiter zu zwei Layer Ones, und zwar Algorand mit 3.600 Euro Invest, also 14% des Portfolios. Algorand, muss ich auch nicht sonderlich viel sagen, eine grüne Kryptowährung, bringt meiner Meinung nach viel für den nächsten Bullrun mit. Hat auch eine starke Community hinter sich. Interessant auch für CBDCs, beziehungsweise auch für die ISO 222. Und dicht gefolgt von Cardano, ebenfalls auch sehr, sehr bekannt in dem Space. 12%. Hier wurde 3.100 Euro investiert. Gehen wir zu einem weiteren, sehr, sehr bekannten Fan-Favorite. Okay, das heißt, wir sehen schon, VeChain 3.200 Euro investiert. Hier mit 13% im Portfolio. Das heißt, die meisten Positionen sind hier wirklich sehr gut verteilt. Man hat eine ordentliche Summe, dass man da auch wirklich Gewinne realisieren kann, dass es auch was bringt und ist meiner Meinung nach auch eine bessere Herangehensweise, als in jeder Kryptowährung 2 bis 3% drin zu haben. Zu VeChain muss ich ebenfalls nicht sonderlich viel sagen. Besonders interessant natürlich in der Dienstleistungs- und Logistikbranche, aber nicht nur da. Deutlich weiter und vielreichender. Und XRP, das sind somit die bekanntesten Kryptowährungen. Das heißt, wir sehen, das Portfolio ist extrem sicher aufgestellt, kann man schon sagen. Wir haben 20% in den Bitcoin, sozusagen der Schutz, falls alles andere kaputt gehen sollte von dem Portfolio.
Aber die sind dennoch immer sehr, sehr stark aufgestellt mit den Kryptowährungen, die ich gerade genannt habe. XRP genauso bekannt, mitunter auch die bekannteste Kryptowährung nach Bitcoin und Ethereum. Wahrscheinlich die Kryptowährung mit der größten Fanbase nach Bitcoin. Das heißt, dazu muss ich auch nicht sonderlich viel sagen. Und das war es zum Großteil natürlich mit den größeren Invests. Und dann haben wir noch in Gala 1500 Euro. Gala ist die erste Kryptowährung, wo ich sage, okay, hier wurde sich was getraut. Eine Gaming-Kryptowährung. Eine Kryptowährung, wie wir sehen, die innerhalb von kürzester Zeit eine riesen Explosion hinbekommen hat. Eine Market Cap von 5 Milliarden hatte zum All-Time-High. Und jetzt 95% vom All-Time-High entfernt ist. Wobei wir sagen müssen, dass diese Kryptowährung auch sehr stark angestiegen ist. Nach dem FTX-Crash, diese Kryptowährung gab es so ungefähr 1 bis 2 US-Dollar-Cent zu kaufen. Die war dann kurzzeitig 6 US-Dollar-Cent wert, roundabout, und ist jetzt wieder bei 4 bis 5 US-Dollar-Cent zu bekommen. Das heißt, immer noch günstig, viele X zu realisieren, wenn man denn das alte All-Time-High brechen kann. Die Vision von Gala natürlich sehr, sehr stark. Und ich finde persönlich auch, Gala ist hier auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung zu dem doch recht Mainstream-Portfolio bisher, was wie gesagt nichts Schlechtes ist. Aber hier wurde sich was getraut, genauso dann wie auch mit der Layer One Casper, die auch für Enterprises entwickelt wurde, mit upgradable Smart Contracts beispielsweise. Casper, eine Kryptowährung, die wir auch öfter mal thematisieren, bin ich persönlich auch investiert, genauso wie in Aleph Zero. Und meiner Meinung nach gibt es bei beiden noch ordentlich Potenzial zu holen. Meiner Meinung nach auch Casper noch sehr, sehr günstig zu bekommen derzeit. Wobei Casper für mich auch ein eher langfristiges Invest ist. Aber hier sind wir mit 1000 Euro drin. Das heißt, Casper macht circa 4% aus. Und dann haben wir noch zwei Kryptowährungen, die sehr, sehr gering bewertet wurden. Und zwar erstens Filecoin und zweitens Near. Wie ich sehe, Kryptowährungen, die generell sehr stark vom All-Time-High entfernt waren. Gala mit 95%, Casper Network mit 97%, Near mit 89% und Filecoin mit 97% vom All-Time-High entfernt. Und somit haben wir das Portfolio mit 26.000 Euro gefüllt. Das heißt, was sage ich generell zu dem Portfolio? Es ist doch sehr sicher aufgestellt. Bitcoin ist gut, Quant ist stark, die anderen Kryptowährungen auf jeden Fall auch eine gute Option. Und es gibt hier auch so ein paar Kandidaten, besonders auch die letzten vier, die womöglich auch ein starkes Anstiegspotenzial mitbringen können. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen mal zu seinen Preisprognosen. Da kommt es natürlich auch stark darauf an, wann hat man investiert. Wir haben herausgefunden, gut, hier wurde recht stark am Boden gekauft, zumindest beim Bitcoin. Das heißt, hier würde ich womöglich sogar ein höheres Potenzial sehen, wenn wir von den jetzigen Preisen ausgehen, beziehungsweise von, sagen wir mal, den 20.000 US-Dollar-Preisen. Dann sehe ich hier ein 5x-Potenzial als das Mindeste. Das heißt, die 100.000 US-Dollar beim Bitcoin sind meiner Meinung nach zu knacken und das könnte auch noch deutlich weiter nach oben gehen. Gut, was heißt deutlich weiter, aber bis 150.000 sehe ich persönlich auch als möglich. Kommt natürlich auf das Momentum drauf an. Und die Investitionen in Bitcoin, wir haben herausgefunden, gut, diese Kryptowährung ist extrem sicher. Das heißt, wir können schon mal herauskristallisieren, Algorand wurde hier ebenfalls mit einem 5x-Potenzial bewertet und in Algorand steckt auch eine recht gute Summe drin. Ansonsten, alle weiteren Kryptowährungen sind hier mit 8, 10, 12, 15 oder 20x bewertet. Der bestbewertetste hier, Quant QNT, deswegen auch der zweite Platz. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Hier wird ein 20x-Potenzial gesehen. Das heißt, Quant ungefähr auf 2000 Euro. Ansonsten VeChain und Gala mit einem 8x hier versehen. Die meisten Kryptowährungen wie Near, Filecoin, Casper mit einem mal 10 zu sehen. Cardano hier mit einem mal 12 und XRP mit einem mal 15. Wenn wir moderat vorgehen wollen, dann gibt es beim Bitcoin auf jeden Fall Sinn. Und wie wir sehen, wenn wir hier mit einem 5x-Potenzial bewerten, dann haben wir unser Invest wieder raus. Deswegen finde ich persönlich 20% in den Bitcoin im Portfolio sehr stark, weil man hier auch eine sichere Schiene fährt. Quant, 20x-Potenzial auf jeden Fall möglich, kann man so stehen lassen. Ich persönlich würde Quant im nächsten Bullrun auf 1000 bis 1500 Euro sehen, zumindest vom jetzigen Standpunkt aus. Wir wissen natürlich nicht, wie sich das Momentum entfaltet. Algorand würde ich persönlich sogar deutlich mehr sehen, weil 5x, ganz ehrlich, da muss man im Endeffekt auch nicht in Algorand investieren. Wenn man von einem 5x ausgeht, dann kann man auch einfach mehr in den Bitcoin packen, denn ein Altcoin bietet hier natürlich auch nochmal mehr Risiken. Wenn wir überlegen, dann wäre Algorand ungefähr bei einem US-Dollar. Das finde ich persönlich easy machbar für Algorand, womöglich sogar noch mehr. Das heißt, hier sehe ich mehr X'e. Bei Cardano wiederum ist das so eine Sache. Cardano ist da nochmal deutlich größer, wenn wir sehen, mit einer 12 Milliarden Market Cap. Das heißt, der Preis kann nicht so easy hochgepusht werden, wie es bei Algorand der Fall ist, die hier bei 1,5 Milliarden US-Dollar rumdümpeln derzeit. Und auch wenn Cardano sehr stark abgestraft wurde, muss ich persönlich sagen, sehe ich weniger Anstiegspotenzial in Cardano als bei Algorand, da Cardano einfach stärker etabliert ist und zwar deutlich stärker sogar. XRP 15x ist auch so eine Sache. XRP
ist schon sehr, sehr stark von der Market Cap bewertet. Gut, das heißt bei XRP in dem Fall jetzt nicht so viel. Dennoch ist hier immer noch die Klage am Hals und es kann auch sehr, sehr gut sein, dass wenn die Klage sich noch weiterzieht, dass die negativen Effekte von der Klage sich weiterziehen werden und XRP womöglich wieder kein All-Time-High schaffen kann. Denn XRP ist eine Kryptowährung, die schon sehr, sehr lange dabei ist, ein All-Time-High 2018 gebildet hat und im letzten Bullrun das alte All-Time-High nicht brechen konnte. Das ist Fakt. Und deswegen persönlich, auch wenn XRP eigentlich sehr sicher und sehr gut aufgestellt ist, macht es die Klage irgendwie zu einem etwas risikoreicheren Investment. Und deswegen bin ich mir persönlich auch bei der Bewertung hier etwas unsicherer, besonders bei den 15x. VeChain 8x, meiner Meinung nach, vollkommen legitim. Das heißt, wir sind unter dem All-Time-High. Casper in 10x, hier haben wir noch ordentliches Anstiegspotenzial. Wir sind bei einer Market Cap von ungefähr 400 Millionen US-Dollar. Bei einem mal 10 wären wir ungefähr bei 4 Milliarden US-Dollar, wenn wir mal das Staking auslassen. Wenn wir die Inflation auslassen, meine ich, das können wir aber durch Staking ausgleichen. Und dann Filecoin, Gala und Near ungefähr im Bereich der 10x angesiedelt. Nur persönlich muss man sagen, eine generelle Regel, wenn die Kryptowährungen mehr Risiko haben, dann sollten sie auch irgendwo ein höheres Anstiegspotenzial haben, zumindest in der Grundregel. Und deswegen kommen wir jetzt schon zu der Bewertung. Was sage ich zu der Anzahl der Kryptowährungen? Meiner Meinung nach passt das auf jeden Fall zu dem investierten Betrag. 10 Positionen, vollkommen okay. Die Gewichtung ist so gut auch voll okay, wenn wir uns das mal anschauen. Wir sind hier sehr, sehr gut aufgeteilt mit den meisten Kryptowährungen. Wir haben ja auch ein paar Kandidaten, die ein ordentliches Explosionspotenzial noch bieten. Ich persönlich würde aber tatsächlich beim dritten Punkt bei den Änderungen ein paar Kryptowährungen umtauschen, womöglich eine Kryptowährung wie Alchemy Pay noch mit reinnehmen. Gut, da hätte man natürlich am Boden einkaufen sollen, wo auch womöglich ein 50x drin ist. Beziehungsweise einfacher zu erreichen, weil wir hier wirklich sehr, sehr Small Cap, fast schon Micro Cap sind. Das heißt, mir fehlt irgendwo so eine Micro Cap Kryptowährung. Wir haben hier viele Kryptowährungen drin, die sehr bekannt sind, die schon einen Run hingelegt haben und die womöglich sehr stark abgestraft wurden, okay, aber die dennoch von einer Market Cap von 1,5 Milliarden US-Dollar mit drin sind. Das heißt, so einen kleinen Knallfrosch, der kann ja auf gar keinen Fall schaden. Ansonsten bin ich grundlegend zufrieden mit dem Portfolio. Persönlich, wenn man so zu einem 10, 11, 12x hintendiert, hinarbeitet, dann würde ich persönlich weniger sichere Kryptowährungen wählen. Ja, meine persönliche Präferenz. Ich würde zum Beispiel XRP austauschen und womöglich hier nochmal etwas risikoreicher gehen. Wir haben hier ganze 11% oder eben die Hälfte von XRP reduzieren und das eben in eine Small Cap packen. So hätten wir meiner Meinung nach eine bessere Risikoverteilung auch und hätten eben nochmal ein paar Kryptowährungen, die uns ein ordentliches Potenzial geben, in der Explosion her. Wobei wir hier einige Kryptowährungen dabei haben, die auch deutlich mehr Potenzial aufweisen könnten, beispielsweise Gala. Gala ist für mich so ein Ding, okay, entweder das geht komplett durch die Decke oder es wird eben stagnieren. Aber alles in allem würde ich persönlich sagen, okay, es wäre machbar, ein 10x zu machen. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wann er investiert hat, aber wir können davon ausgehen, dass er sehr gut am Boden eingekauft hat. Und genau deswegen persönlich würde ich sagen, wir können diese Summe schaffen. Das Ding ist aber, da er ja vor kurzem erst angefangen hat zu investieren, weiß er womöglich auch nicht ganz okay, wie man sich im Bullrun zu verhalten hat. Das ist auch so eine Sache, die man lernen muss. Das heißt, wenn er dann auch die richtigen Ausstiege findet, dann kann das auf jeden Fall erfüllt sein und womöglich auch einige Positionen mehr X machen, als er sich das vorgestellt hat. Wichtig ist bei dem Portfolio aber auch, dass man sich weiter mit den Kryptowährungen auseinandersetzt, um dann eben das Potenzial auch besser abschätzen zu können. Falls ihr irgendwelche Kryptowährungen hier besonders gut findet, die gibt es alle auf Maxi Global zu kaufen, meine Partnerbörse. Ansonsten benutze ich nur Binance für die ganz normalen Kryptowährungen. Hier gibt es beispielsweise auch Filecoin, Near, Algorand, aber auch weitere Kryptowährungen wie QuantQNT, Tau, beispielsweise Casper mit K und mit C. Aber auch eben die Knallfrösche persönlich, die ich dem Portfolio noch hinzufügen würde, beispielsweise Veracity, Alchemy Pay, Aleph Zero wäre ja auch noch eine sehr gute Option. Das heißt, wenn ihr noch keine Börse habt, wo ihr sehr, sehr viele Kryptowährungen kaufen könnt, dann würde meine Wahl zu Maxi fallen. Findet ihr unten auch verlinkt in der Videobeschreibung. Da spart ihr euch auch 10% lebenslang. Und falls ihr euch noch ein Portfolio anschauen wollt, wir haben in der letzten Woche ein Bitcoin-Portfolio analysiert von einer Person, die schon länger im Kryptomarkt mit dabei ist und Bitcoin in Altcoins getauscht hat, eben für mehr Xe. Das Video verlinke ich dir auch gerne nochmal hier. Und ansonsten würde ich sagen, das war's mit der Portfolioanalyse. Freut mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Was sagt ihr denn zu dem Portfolio? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Denkt ihr, das Ziel wird erreicht? Mit guten Ausstiegen natürlich. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich auch schon sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, peace out.